Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu GTA 5 Online und zwar heute mal ein Glitch. Und zwar, wie kommt man in die Bank rein? Ja, Rockstar Games bekommt es ja immer noch nicht hin mit den Banküberfällen, aber ihr könnt trotzdem ein bisschen Bankluft schnuppern, indem ihr euch zu dieser Bank bewegt. Ich markiere das jetzt mal unter dem Flughafen von der Wüste da, Shandy Shores oder wie das heißt, direkt bei einem Laden. Da geht er auf jeden Fall hin. Dann machen wir den Passivmodus raus. So, besser gesagt, wir haben den Passivmodus drin gehabt. Und haben jetzt den Passivmodus natürlich aus. So, das ist der erste Schritt. Jetzt sind wir nämlich in der Bank drin. Toll. Wunderbar. Ein bisschen Banküberfall-Feeling schnuppern. Ja, ist gut. Und jetzt haben wir hier den Tresor. Hier kommt ihr nicht rein. Das Ding ist zu. Das Ding ist geschlossen. Da könnt ihr auch mit einer Shotgun ran. Da geht nichts. Das Ding geht nicht auf. Ihr könnt selbst auf die Anzeige und versuchen hier irgendwelche Knöpfe zu drücken. Ihr kommt einfach nicht rein. Oh, Money. Steige aus dem Bett. Auf jeden Fall müssen wir jetzt den Passivmodus aktivieren. Und den Passivmodus deaktivieren. Passt auf. Und lauft immer Richtung Türe. Immer Richtung Türe laufen, auch wenn da ein Widerstand ist. Und ihr werdet in diese dicken Tresor reingespawnt. Achtung. So. Jetzt haben wir hier Schließfächer. Hier geht es natürlich nicht mehr raus. Das Ding ist zu. Aber wir können hier rein. Und sind im Inneren des Tresorraums. Und alles, was dazugehört. In der Box, wahrscheinlich ist da irgendwelches Geld drin oder so. Oder das ist irgendwo ein Schließfach, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das der sicherste Ort in ganz Grand Theft Auto 5. Wenn ihr wirklich mal ein Fahndungslevel habt, geht hier rein. Euch wird kein Schwein finden. Wer wird denn schon in einem Tresor nachgucken? Ihr seid hier absolut geschützt. Meterdicker Beton, Stahl, Beton. Hier seid ihr sicher. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr raus wollt, gibt es ja natürlich auch ein paar Leute, die das möchten, aktiviert ihr den Passivmodus. Deaktiviert den Passivmodus. Und wartet 8 Sekunden lang und lauft wieder Richtung dieser Stahltüre. Und passt mal auf, was passiert. Zack. Und schon sind wir in der Fleckerbank. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 4. Und ciao.